Deine Tagesenergien für rund um Freitag, den 17. Juni. Schauen wir mal rein, rund um dieses Datum, was uns hier rein energetisch erwarten wird, was die Karten uns raten oder mitteilen wollen. Natürlich, wie immer, ist ein allgemeines Reading, also nimm es nur an, wenn du damit in Resonanz gehst. Ansonsten klappt es vielleicht dann am anderen Tag ein bisschen besser. So, wir haben hier die Karte oder die Hauptbotschaft für dieses Reading, die Aufmunterung oder der Zuspruch, den Mut zu haben, deinem eigenen Weg zu folgen. Damit ist natürlich zum einen gemeint, der eigenen Leidenschaft zu folgen, den eigenen Ideen zu folgen, nicht nur davon zu träumen, sondern sie eben auch umzusetzen. Zum anderen aber eben auch nichts darauf zu geben, was andere dir sagen oder reinreden wollen, was nicht deinem Weg entspricht. Die dürfen ja recht haben mit ihrer Meinung. Die dürfen total ihr eigenes Ding machen. Aber bitte lass du dir davon nicht reinreden. Was für jemand anderen richtig ist, muss für dich noch lange nicht richtig sein. Und innerlich fühlst du das vielleicht sogar. Und da auch immer zu überprüfen, was ist die Wahrheit des einen und was ist meine Wahrheit, was ist mein Weg? Und manchmal geht es auch darum, diesen Weg dann eben, ja, alleine zu gehen und Dinge, Menschen, Situationen, Abschnitte im Leben hinter sich zu lassen, weil dieser Abschnitt toll war, solange wie er da war, aber irgendwann dann eben auch nicht mehr. Und wenn es dann nicht mehr passt, dann eben auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, offensichtlich geht es für mich jetzt woanders lang und ich erlaube mir, dahin aufzubrechen und dahin zu gehen. So, wir gucken mal ins Tarot, was wir hier noch ergänzend dazu für dich haben. Schauen wir mal rein, was hier noch angezeigt wird für rund um Freitag, den 17. Juni. Oh meine Güte, jetzt fahren sie mir ja alle runter. Freitag, den 17. Juni. Meine Güte. So, zumindest sind sie jetzt gut durchmischt. Und da haben wir schon wieder den König der Schwerter. Entscheidungen gilt es zu treffen und auch umzusetzen. Die Klarheit ist schon längst da, wo es für dich lang geht. Das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema könnte eher sein, nicht in den Aufbruch zu kommen. Aber auch hier, Ritter der Münzen. Du bist deinen Weg lang gekommen. Du hast Spuren hinterlassen auf deinem Weg. Und jetzt ist es an der Zeit, neue Spuren zu hinterlassen. Die alten sind tolle Meilensteine gewesen. Aber wohin geht's jetzt als nächstes? Und es sollte dich dahin führen, wo dich eben auch dein Weg hinführt, nämlich deiner Berufung, deiner absoluten Bedeutung entgegen. Dieser absoluten Essenz von wie, wodurch kann ich wirken auf dieser Welt? Was will ich hinterlassen? Also wir sehen es ja auch, ne? Der ist nicht mehr da, wo er mal losgegangen ist, hier unser Ritter. Ja, aber er hat Spuren hinterlassen, er hat ganz viele Spuren hinterlassen, Erinnerungen gepflanzt. Leute, die sich an ihn erinnern werden, auch wenn er schon längst nicht mehr da ist, sondern schon viel, viel weiter und neue Dinge hinterlässt. Und genau das ist ja auch der Auftrag an dich. Was ist es, was dich erfüllt, dein Weg, aber was auch die Welt erfüllen kann? Und ich sage noch einmal, wenn du da Lust drauf hast, mit mir mal in dein Human Design reinzuschauen oder auch in deine Karma-Strangreise, was da so für dich vorgesehen ist in diesem Leben, dann sehr, sehr gerne. Du findest den Link zu meiner Energiearbeit hier unter diesem Video. Weil jetzt ist es gerade noch so, dass du dich zurückhältst im sicheren Hafen, weil es da bekannt ist, aber da ist halt auch langweilig und fad geworden und da führt es halt auch nirgendwo hin. Und im Gegenteil, es ist sowas von an der Zeit, jetzt aufzubrechen, hinter dir zu lassen, was nicht mehr länger zu dir passt. Wie gesagt, das muss gar nichts Schlechtes sein, was du da hinter dir lässt, sondern es passt halt einfach nicht mehr. Es hat mal perfekt gepasst, es tut es halt nicht mehr. Also jetzt ist es an der Zeit, dann zu sagen, okay, ich gucke mal, was da noch auf mich wartet. Ich gucke mal, was die Welt noch für mich bereithält und was ich durch mein Wirken dieser Welt auch geben kann. Durch das, was ich erschaffe, durch das, was ich kreiere, habe ich auch einen Auftrag, ja, der Stern. Und dadurch lasse ich die Welt besser werden. Ich gehe jetzt einfach mit dieser Mission oder mit diesem Auftrag, den ich hier mitbekommen habe. Und zwar auch, ich hebe es mal wieder vom Boden auf, jetzt
in einer gewissen Dringlichkeit, weil dieses Abwägen, dieses Hin und Her, zwei der Münzen über Kopf kombiniert mit dem Wagen, dieses Abwägen ist jetzt einfach vorbei, darum geht es nicht mehr. Du hast lange genug gewartet, du hast lange genug abgewogen, da kommt jetzt auch nichts Neues mehr bei rum, deckt sich auch zur Botschaft von gestern. Und jetzt geht es nur darum, Nägel mit Köpfen zu machen und zwar auch, wie gesagt, relativ schnell. Um, da haben wir ihn wieder, den König der Stäbe, dein Licht leuchten zu lassen, deinen Platz einzunehmen und da reinzuwachsen, wo du eh schon längst auf dem Weg hin bist. Hinter dir zu lassen, ich sag's nochmal, was nicht mehr passt, und deinen neuen Platz, der jetzt gerade aktuell passt, sowas von einzunehmen. So, als abschließende Botschaft, huch, da haben wir sie schon, kommt hier für dich die Kamelie, die sagt: Bleib ruhig und das Ruhige kommt auch zu dir. Und ich glaube, das ist die perfekte Botschaft, im inneren Frieden zu bleiben, auch wenn du Dinge machst, die aufregend sind. Und das ist deine Botschaft für rund um Freitag, den 17. Juni. Ich hoffe, sie inspiriert dich. Ich hoffe, sie schenkt dir den Mut, deinen Weg auch zu gehen und bringt dich ein bisschen weiter. Und dann danke ich dir fürs Einschalten. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Und dann bis zum nächsten Mal, deine Denise.